Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Warum nicht? Glaubt ihr, Im waffenlosen dass Kampf ihr es werde ich mit mir mit jedem aufnehmen hier in der könnt? Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ach, abgemacht. 100 Goldstücke. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Keine Waffen, keine Magie? Okay. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh, jemand muss das daneben. Die machen wir platt, komm. Servus Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Part Skyrim. Im letzten Part haben wir Lucia adoptiert. Ihr braucht etwas? Und ja, und in diesem Part schauen wir mal, was wir da machen. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Sachen, ein bisschen Geld verdienen, um mein Haus größer zu machen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir aus Weißlauf raus und erkunden mal die Gegend um Weißlauf rum. Vielleicht gibt es da ein paar Banditen und so. Und die machen wir dann platt und nehmen die ganzen Sachen mit und machen uns ein größeres Haus. Die Einrichtungsgegenstände zum Beispiel tun wir einrichten und so. Immer Blümchen mitnehmen, weil die kann man für Alchemie benutzen. Da hinten ist dabei sind Riesen und so Zeug. Was zeigt das an? Was haben wir eigentlich für eine Quest gerade aktiv? Sprich mit den Graubärten. Na danke, in der höchsten Not finde ich die Rotwardonen. Die könnten wir danach machen und danach suchen wir immer die Rotwardonen in der Stadt. Da hinten brennt Feuer. Ich habe eine Taktik, wie ich die Riesen vielleicht... Das sind ja höchstwahrscheinlich Riesen, wie ich die wahrscheinlich platt mache. Wie viele Pfeile habe ich denn so? 200 und ein paar Stahlpfeile und... locker, reicht. Ja, da steht ein Riese. Oh, das sind zwei Riesen. Was war das gerade? Ich hoffe, kein Drache. Weil ich es keine Lust. Oh, das ist Experte. Okay. Er muss uns nur hinterherlaufen. Komm. Nein, komm. Riese, komm. Oh, er kommt, okay. Upsi. Wir müssen zum westlichen Wachturm. Okay, er kommt. Oh oh. Oh, er kommt, okay.
Als ob das nochmal einer. Oh oh. Nein, bitte nicht da hängen bleiben. Vorsichtig! Lass mich durch! Alter, die behinderten Stadtwachen! Als ob der Plan hätte funktioniert, weil die können nicht in. Normalerweise können die ja nicht in das Haus, die sind ja zu groß, da müssten die da hängen bleiben. Ich könnte den Bogen rausschießen. Und das wär's, aber wenn da so bescheuerte Stadtwand sind. Ach scheiße, das hätte echt funktionieren können. Egal, versuchen wir es nochmal. Einmal versuche ich es noch. Ach komm, die sind so dumm, die Stadtwachen. Da haben wir echt das noch. Okay, das haben wir noch. Okay, dann beim nächsten Mal, wenn die Stadtwachen im Weg stehen, haue ich sie einfach so weg. Oh nein. Vorhin war ja schon ein Riese einfach so vor dem Wachturm. Wir nehmen einfach den Riesen. Ich will einfach mal einen Riesen töten. Irgendeines. Juckt mir aber nicht welchen. Da ist vorhin schon einer gelaufen. Vorne ist doch hier einer gelaufen. Wo ist der jetzt? Okay, diesmal ist er nicht da natürlich. Dann gehen wir einfach mal hin und locken wieder einen her. Der Drache nervt mich halt gerade ein bisschen. Stirb. Okay, er kommt. Renn, nicht ablenken. Westlicher Wachturm ist da vorne. Bisschen rennen. Er darf mich kein einziges Mal schlagen, weil sonst war's das. Diesmal nicht hängen bleiben, wenn es geht. Was macht er denn? Okay, er kommt. Ja, die sind reinkommen, okay. Perspektive ändern. Immer wieder schießen. Geht das so dumm? Okay. Schießkunst. Nicht, wie ich mir gedacht habe, er rennt bescheuert dagegen. Okay. Schnell speichern. Schön auf den Kopf ziehen. Das macht am meisten Schaden. Ich mache ja fast keinen Schaden an ihm. Egal, irgendwann, er ist fast tot. Ja, habe ich fast. Nein.
Nein, jetzt liegt er so dumm. Okay, den hätten wir. Okay. Also wenn ihr gerade Skyrim spielt, hier ist ein Tipp von mir, wie ihr Riesen relativ leicht erledigt. Ihr lockt sie her. Und wenn nicht gerade solche dummen Stadtwachen im Weg stehen, dass du nicht mehr durch die Tür kommst, möchtest du den Riesen relativ leicht erledigen. Und die Riesen haben meistens relativ richtig coolen Staff dabei. Wir müssen nur schauen, wo jetzt hingeflogen ist. Da unten ist der. Okay. Zum Beispiel 117 Gold, Hockerzahn, einen Riesenzeh, Wolfpelz, Eisenpfeile und ja, finde ich, ist es schon. Boah, hast du mich erschrocken. Ist die blöd. Und? Sonst. Ja, jetzt haben wir wenigstens die Stadtwachen da auch weg, weil die haben übelst genervt. Ihr dürft halt, wenn solche dummen Stadtwachen dran stehen, niemals so eine Stadtwache aus Versehen abschießen, weil sonst habt ihr kein schönes Leben mehr, kann ich euch sagen. Und sonst ist. Ja, sonst bist du am Arsch. Auf gut Deutsch. Schau mal, was gibt's eigentlich noch in der Nähe um Weißlauf? Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie ein bisschen heißer oder so. Ich würde sagen, wir speichern nochmal ganz kurz. Halt immer schnell speichern. Am Ende der Folge tue ich halt dann immer gescheit speichern und das seht ihr nicht mehr, passt. Das ist schon so okay. Also, wir haben das Riesending auch erkundet. Die Leute müssen da nicht mehr hin. Und wir haben einen Riesen getötet. Die Riesen sind dumm und rennen die ganze Zeit gegen die gegen den Eingang. Das bedeutet, dass ihr eigentlich sehr locker mit Bogen abschießen könnt und sie können dir nichts machen. Finde ich nicht schlecht. Zumindest wenn du halt noch relativ schwach bist, so kannst du eigentlich relativ leicht einen Riesen einfach platt machen. Und das ist gar nicht so schlecht. Ist eine Stadt. Heute ist auch voll regnerischer Tag in Skyrim. Da hinten ist so ein Wachturm von Weißlauf. Gehen wir mal hin und schauen, was da abgeht. Immer schön, speichern zwischendrin. Und da hinten ist der Wachturm. Da ist so ein Banditenlager auch noch, okay. Aber nach dem Wachturm würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück und suchen die Rotwartonen in Weißlauf. Hä? Ah, da greifen Banditen an, okay. Bogenschützen schalten wir aus. Ein Schlag und er ist schon fast tot, der Bogenschütze. Die sind richtig, richtig schwach. Okay, die Banditen hätten wir dann. Dann looten wir sie. Vielleicht haben die nur gute Sachen. Ja, Stahlpfeile und so. Schaden 32. Nee, ist nicht so stark. Okay. Und dann reden wir mal. Die Wache wird vielleicht nervös. Ah ja, okay. Mit ihm kann man nicht gescheit reden. Die Schwerter, können wir die überhaupt gar nicht mitnehmen, oder wie? Jetzt können wir sie mitnehmen, okay. Früher war ich auch ein Abenteurer. Nein, danke. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich muss hier Wache schieben. Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese. Wir werden mit allem fertig. Okay, ich sage nichts Besonderes. Ich habe gedacht, da kriegt man irgendwie die Quest oder so. Ich würde sagen, dann reisen wir nach Weißlauf. Tut mir echt leid, aber ich bin irgendwie heißer.
Die Quest haben wir aktiv, oder? Nein, sprich mit den Grauwerten wollen wir nicht. Ich finde die Rotwartonen. Du zeigst es an. Nochmal. Quest. Finde die Rotwartonen. Eine Gruppe, die sich selbst Alikir nennt, ist auf der Suche nach einer Rotwartone in Weißlauf. Kann man auch nicht auf der Karte anzeigen lassen. Müssen wir die jetzt so suchen? Ich schau mal einfach an jedes Haus rein, vielleicht finden wir da welche. Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Befleckte Meere, schauen wir mal da rein. Vielleicht gibt's da irgendwas. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Feuer mitten im Haus. Da gibt's schon bessere Sachen. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul. Ich habe nichts getan. Es muss sich etwas ändern. Aber sicher. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Warum nicht? Glaubt ihr, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ach, abgemacht. 100 Goldstücke. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Keine Waffen, keine Magie? Los, okay. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh. Jemand muss den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Dies ist eine Oder für die Transstadtschaft der Beschwerde. Die machen wir platt, komm. Sind bald schon vergangen. Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ihr müsst das Kämpfen wirklich lieben. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Weshalb wurdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Okay. Gut. Was kann ich für euch genug geplaudert? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Habt ihr in letzter Zeit mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen? Gerichte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Okay. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas... Ja? Nicht gegen
Lauf einfach hoch, komm. Ja, gut, oder nett. Als ob. Komm jetzt nochmal die Treppe rauf. Was? Oh. Na komm, geh halt weg jetzt. So fix. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay. Ich suche immer noch die Rotwartone. Vielleicht finden wir die irgendwann. Hier. Okay, hier ist sie anscheinend nicht. Oh, geh doch mal weg, Alter. Wenn die immer im Weg stehen, krieg ich einen Anfall. Okay, sie ist hier zum Beispiel. Hier ist sie nicht. Früher war ich auch ein Abenteurer. Das ist der Tempel, wo sie gerade erzählt hat, aber den machen wir jetzt erstmal nicht. Haus Graumähne. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Kampfgeborenenhaus. Das Haus von ihm. Wo könnten die sein? Gucken wir mal da hoch. Vielleicht ist sie da drin. Druck in der Taverne. Ja, irgendeine Söldnerin wahrscheinlich. Oh nein, da wollte ich halt raus. Gut. Ich bin direkt hinter euch. Weg. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr wisch, aber immer ein bisschen nervig ist. Hier ist sie nicht, okay. Hier drinnen. Was ist denn das? Benötigt ihr etwas? Dann redet mit meinem Bruder Elrendir. Okay, ist sie hier? Nein, Waffe. Ja, das klickt. Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch seid aus. Seid ihr oft im Wolken? Behandelt bitte. Eure Frau oh, immer mit dem Nötigen. Natürlich seid ihr es nicht. Kann man Skyrim eigentlich heiraten? Die ganze Zeit, seid ihr verheiratet? Ganz schön voll labern. Anscheinend ist sie hier auch nicht. Egal, dann machen wir die Quest mal anders. Also wählen wir sie ab. Und verschiedenes, da. Finde Armens Familienschwert in Festung Waldsheim. Schau mal, wie weit weg das entfernt ist. Wo zeigt es an? Zeigt es gar nicht an, oder wie, hä? Da will ich mich verarschen. Verschiedenes. Bring Armes Familienschwert. Das ist hier. Achtung vor Weißlauf. Ja, lauf mal hin und bring sein Schwert zurück. Müsste nicht so weit sein, hoffentlich. Ich hab's ja markiert. Das bedeutet hier. Markierung setzen, ja. Okay. In die Richtung. Okay. Linchen mitnehmen. Und unterwegs, wenn wir noch was irgendwas finden, dann mache ich das auch noch. In der Zeit regnet es ja sau viel im Himmelsrand. Oh, was ist das? Oh, Vampire. Vampir-Rüstung, Vampir-Ring nehmen wir mit. Man kann doch bei Vampiren noch irgendwie angesteckt werden. Ich schau mal, ob ich irgendwie angesteckt wurde. Aktive Effekte. Okay, nichts. Oder ich sehe zumindest nichts. Sehen wir dann schon.
wenn irgendwas passiert ist. Okay, meine ersten zwei Vampire, wo ich erledigt habe, waren nicht die allerstärksten, aber zumindest schon mal ein Vampir erledigt. Hier ist so eine große Höhle. Wollen wir die machen? Machen wir die Höhle, ja. Aber bevor wir die Höhle machen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beenden wir das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt, oder einen Like oder einen Kommentar. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.